Heute Zugfahrt in den Rockies. Auf den Spuren der Bahnpioniere durch Kanadas Urlandschaften. Es ist eine Reise auf den Spuren der Pioniere. Jener Männer, die die Rocky Mountains Ende des 19. Jahrhunderts erschlossen haben. Wir folgen den historischen Trassen. Doch wie haben sich die Zeiten geändert? 5-Sterne-Service auf der Schiene. Im Rocky Mountaineer, dem Luxuszug durch die kanadischen Rockies. Nur draußen hat sich wenig verändert. Die wilde Natur hat ihren Charakter bewahrt. Selten und spärlich sind die Spuren einstiger Zivilisation. Stunde um Stunde rollt der Zug durch die Wildnis und vermittelt einen Eindruck von der unglaublichen Größe des Landes. Kanada, das sind fast 10 Millionen Quadratkilometer Landmasse, knapp 30 Mal so groß wie Deutschland. Unsere Fernwehreise führt in die Westprovinzen British Columbia und Alberta. Von Vancouver aus fährt der Rocky Mountaineer über Kamloops nach Jasper. Von dort geht es über Lake Louise und Banff nach Calgary. Die schönste Stadt in Kanada. Diesen Titel trägt Vancouver ziemlich unangefochten. Vancouver ist jung, Multikulti und ein bisschen schrill. Man ist bewusst anders als die drüben beim großen Nachbarn USA. Man genießt das Leben in Vancouver, wenn man es sich denn leisten kann. Die grandiose Lage am Pazifik sorgt für ständig steigende Preise. Der Boom durch die Olympischen Spiele tat sein Übriges. So werden Vorzeigeprojekte wie der Canada Place auf künstlichen Inseln errichtet. Das ist noch die billigste Methode. Über 2 Millionen Menschen leben heute in Vancouver. Die Stadt wächst wie keine andere auf dem Kontinent. Die Wirtschaft boomt. Vancouver ist Umschlagplatz für die Rohstoffe aus dem kanadischen Hinterland. Den besten Überblick verschafft man sich vom Vancouver Tower. Kaum zu glauben, dass dieser Flecken Erde nur besiedelt wurde, weil die Canadian Pacific Rail vor 120 Jahren eine Endstation für die transkontinentale Eisenbahn suchte. Wer die Metropole zwischen Pazifik und den Rockies erleben will, mischt sich einfach unters Volk. Vancouver ist so international, dass es unmöglich ist, Touristen und Einheimische zu unterscheiden. Ihm hätte das sicher gefallen. Gussie Jack Layton, einem Kneipenwirt, der 1867 per Kanu hierher gelangte und nach dem das Kneipenviertel Gastown bis heute benannt ist. Nur ein paar Blocks weiter scheint man plötzlich den Kontinent gewechselt zu haben. Mehr als 100.000 Chinesen leben in Vancouver und täglich werden es mehr. Die Stadt hat sich stark dem pazifischen Raum zugewandt. Vor allem wirtschaftlich ist sie das Tor nach Ostasien. Nach der britischen Rückgabe Hongkongs an China suchte viel Geld eine neue Heimat. Im politisch stabilen Kanada wurden die Asiaten fündig. Ganze Stadtviertel entstanden neu. Die Alteingesessenen nennen ihre Heimat deshalb ironisch Hongkouver. Ein warmer Sommertag klingt aus am Strand. Von vielen Büros ist es nur ein kurzer Fußmarsch hierher. Und auch die Universität liegt gleich um die Ecke. Es ist diese Lage, die Vancouver so besonders macht und den Besucher neidisch werden lässt. Im Sommer den Strand vor der Haustür, im Winter nur eine Stunde in die Skigebiete der Rockies. Kein Wunder, dass Vancouver regelmäßig Umfragen gewinnt als lebenswerteste Stadt der Welt.